Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch auf Instagram aufgefordert, mir Fragen in den Kommentaren zu schreiben und die werde ich in diesem Video beantworten. Die Fragen werden gestellt von meinen lieben Boys. Hi! Hallo! Auch bei denen kam heute ein Video raus, schon auf jeden Fall nach dem Video auch dort vorbei. Der Link zu deren Video ist auf jeden Fall in der Infobox verlinkt und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an mit meinem Video. Viel Spaß! Bist du schon mal in der Schule eingeschlafen? Ja. Cool. Wie alt bist du? 16. Wie lange bist du schon mit Chris zusammen? Bald seit 1,5 Jahren, seit dem 9.05.2015. Ich hätte auch ein bisschen schneller gehen können, ja? Hast du Geschwister? Ich habe eigentlich keine leiblichen Geschwister, aber ich habe 3 Stiefgeschwister. Was ist eine Tangentengleichung? In Mathe, wenn man beim Graph die irgendwas bestimmen will, dann kann man die Steigung mit der Tangentengleichung an den Punkt bestimmen. Okay, aber kann kommen 1-0. Danke, geht raus. 50. An meine Mathelehrer, die mit mir kämpfen. Dein Traumurlaubsziel? Kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich habe eigentlich mehrere Ziele. Ich vielleicht die ganze Welt sehr interessant. Aber ich möchte auf jeden Fall in die USA, ich möchte auf jeden Fall nach Asien und auf die Malediven, da mag ich auch mal hin. Ja. Wie haben deine Eltern auf Chris reagiert? Was ist das für ein Spaß? Nein. Nein, also meine Mama war komplett begeistert von Anfang an und ist auch immer noch. Und mein Papa, der hatte am Anfang, glaube ich, ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie es bei Pferden ist, dass man halt, hat er ein bisschen Angst um mich. Aber mittlerweile schon bei Mama und Papa einfach als Schwiegersohn schon abgestempelt. Was ist deine Lieblingsmarke? Meine Lieblingsmarke? Ja. Ja, ich finde Rewe ganz cool. Nee, also keine Ahnung, ich schaue eigentlich nicht so auf Marken bei Anziehsachen und ich glaube eigentlich auch, dass es wir alle nicht nötig haben sollten. Ja. Was ist dein größter Wunsch für die Zukunft? Dass ich mit Chris eine glückliche Familie gründen werde. Und alle gesund und glücklich sind, ja. Hätte du und der Chris mal eine Schwäbisch-Challenge machen? Ich denke, dass man das machen könnte. Weil ich glaube, es wäre ganz schön lustig. Wenn ihr so eine Schwäbisch-Challenge sehen wollt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und lasst einen Daumen da, dann machen wir das. Hashtag Schwäbisch in die Kommentare, meine Freunde. Was magst du an Chris am meisten und nerv dich manchmal, das magst du eins? Ja und ja. Aber Max, unser Sohn, ist immer willkommen in unserem Bettchen. Ja, bei uns im Bettchen, beim Fernsehschauen, ja. Gar kein Problem. Es stört gar nicht in meiner Situation. Max. Feels like family. That's my mom. Ja, man fühlt sich manchmal als Mutter, aber seid mit Tee und ihr verlobt. Man weiß es nicht, man munkelt. Was sagen deine Eltern, dass du YouTube machst? Wissen die es überhaupt? Ja. Ja, also meine Mama, die denkt sich bei manchen Sachen so, kann das alles so sein und ist das nicht gefährlich? Und ich glaube aber im Großen und Ganzen sind beide schon stolz, dass ich damit angefangen habe. Mit wie vielen Jahren möchtest du Kinder haben bzw. heiraten? Heiraten mit 20 und Kinder kriegen so zwischen 24 und 26. Man kann ja nie wissen, was die nächsten Wochen bringen. Wie hast du reagiert, wo Chris dir erzählt hat, dass er YouTube-Videos macht? Ja, herzlichen Glückwunsch, Renner. Was hältst du von Schönheitsoperationen, Brustvergrößerung, etc.? Wenn diejenige Fake-Titten haben will, dann sollte das doch machen. Wenn sie damit zufrieden ist, wenn sie zufrieden ist mit ihrem Körper davor. Eben. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann ich würde sagen, Schönheitsoperator. Operator. Wie groß bist du? 1,62 oder so. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Riese. Aber bei uns ist ganz komisch, bei uns duscht immer ein Riese. Es ist immer echt unglaublich. Also wir wissen alle nicht, wer das ist. Aber die Dusche ist immer ganz oben. Ey, es ist viel besser, wenn die Dusche ist, als wenn die weiter unten ist. Da ist der Einfall viel besser. Ja, Max, der Riese. Max, du Bäume. Oh ja, Bäume sind super.
Sehr gut. Was ist dein größter Traum? Ich mag immer noch eine glückliche Familie. So, jetzt die Abschlussfrage. Was würdest du tun, wenn von einem Moment auf den anderen Chris nicht mehr da wäre und sein Bruder dahinter stecken würde? Max wäre nicht mehr glücklich in seinem Leben. Ja, dann zum Glück passiert das ja nie, ne, Freunde? Tschüss! So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut auf jeden Fall noch bei Max und Chris vorbei. Hallo! Denn ihr Video war echt richtig, richtig schön und komplett süß, was Max und Chris gemacht hat. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Und denkt dran, jeder von euch da draußen ist auf seine eigene Art und Weise einfach wunderschön. Perfekt. High five, komm. Nice, Alter!